Kontrollpunkt. Das schmeißt nach mir, das Drecksvieh. Kannst du mir die Fresse halten? Kann ich das... Hab ich dich kaputt gemacht, ne? Okay. Oder war das... War das hiermit? Ja. Auf dem Weg! Was steht heute zur Auswahl? Bezieh dich! Vögelchen. Okay, wo bist du denn jetzt hin? Also ins Wasser dürfen wir ja nicht, das haben wir ja schon mal vorhin, also bei der letzten Aufnahme festgestellt. Dann nehmen wir mal das mit. Ja, ich dachte zuerst, es wäre eine Truhe. Es ist wieder ein Stein. Nehmen wir den mal mit. Den brauchen wir bestimmt gleich noch. Oh, das ist ein Kopf. Ach, das ist ein Kopf. Moment, ich gucke jetzt erstmal, ob hier hinten noch irgendwas ist. Weil irgendwie sind mir hier zu wenig Geheimgänge, nämlich so gar keiner. Oh. Hündchen! Wie viel gab es hier? 35, ne? Immer ein bisschen wenig, doch. Kontrollpunkt. Kontrollpunkt. Ist jetzt wieder ein Bossfight oder was? Das ist hier sehr, sehr weitläufig alles irgendwie. Ach, das ist dieses Luftballon-Ding, von dem die erzählt haben. Okay, Moment. Dann quatschen wir jetzt mit dem Eichhörnchen. Ich schätze mal, wir müssen mit dem quatschen. Ach so. Okay. Dann habe ich ja gerade was Grünes gesehen. Achso, das war da oben das Blatt. Ich dachte, das wäre noch ein Luftballon gewesen. Aber ich schätze mal, wir brauchen 4 Stück. Ja, da ist der nächste Luftballon. Ich weiß nicht, ob wir hier in die Bäume kommen dürfen, weil wegen Stacheln und so. Hm. Einer noch. Einer! Ein gelber. So, dann hätten wir das auch schon. Eichhörnchen kommt natürlich mit. Wir können uns nicht bewegen. Wäre es lustig gewesen, wenn das Eichhörnchen uns abgeschmissen hätte. Kontrollpunkt. Plop, plop, plop. So, was mit dir? Hallo, schöner Tag heute. Weißt du, jeden Moment kann eine große Spinne vorbeikommen und dich fressen. Von einer Spinne gefressen werden? Das wäre doch ein Luxus. Okay. Was ist los? So, und was hast du mir zu sagen? Oh, okay.
Problem. Ich hänge hier noch eine Weile ab. Ich hoffe mal, ich habe das eben gerade rausgeschnitten, weil es war gerade sehr laut draußen. So, ich habe das nicht so ganz mitbekommen. Irgendwas, die haben, ich muss auf den Bauch springen. Was ist das denn? Achso, Energie. Aua! Nimm das! Okay. Booyah! Ich möchte gerne wieder Energie haben. Ah, so ist's besser. Ja, das stimmt. Ja gut, 3 Münzen fehlen schon wieder. Ach ja. Na gut. Und kein... Wir haben kein Dingsbums gehabt. Kein Geheimnis. Ist das richtig so? Doch, war ein Geheimnis, da waren wahrscheinlich die 3 Münzen. Ah, das fängt ja heute schon sehr gut an, ey. Dschungelnacht Kapitel 2. 70 Münzen, holla die Waldfee. Das ist ja der Doppelte von eben. Die hat auch Spaß. Na gut. Ach, Eichhörnchen wieder am Start. Na gut. Los geht's. Was hat es eigentlich mit diesen... mit den Haselnüssen da zu tun, dass das auf uns schmeißt? Kann das uns treffen? Oder? Nicht zu nah. Okay, man kann sich in der Luft nochmal drehen. Das ist interessant. Aber das mit diesen Dingern hier, das gefällt mir überhaupt nicht. Also, dass da noch so Räume sind irgendwie. Was ist das? Das sieht aus wie eine Tür. Ah! Da ist ein... Naja, Geheimnis würde ich das jetzt nicht nennen. Wir brauchen ja auf jeden Fall 2 Kuss-Kuss-Steine. Kuss-Ko-Steine. Mach das hier immer falsch. So. So. Münzchen. Gehen wir erstmal hier lang. Ich muss ja dann sowieso nochmal hier hin und dann vergesse ich auch nicht da an dieses schwarze Ding reinzugehen. Da ist noch eine Tür. Ah, das war... Okay. Das hat irgendwas mit den Spinnen, glaube ich, zu tun, weil da ein Spinnennetz drauf ist. Und abwarten. Vielleicht, wenn wir alle Spinnen getötet haben, dass wir dann da reinkommen. Ach, ich vergesse immer, die scheiß Münze mitzunehmen. Gehen wir erstmal nach oben. Das war eine sehr gute Entscheidung. Kontrollpunkt. Ich höre etwas. Warum steht dieses Ding hier? Okay, da hoch können wir auch nicht. Ich gehe mal davon aus, dass der Tod hier unten auf uns wartet. Ich glaube schon. Nimm das! Haha! Gut, das wäre das.
Da hätten wir wieder so ein Luftballon-Ding. Das gefällt mir aber nicht. Aber wir müssen sowieso, wir müssen nochmal zurückkommen irgendwie. Och, Autos draußen, die gehen mir richtig auf den Sack heute. Guck mal, da ist ein Luftballon und ein Fischi. Den müssen wir doch bestimmt irgendwie da zu benutzen, da hinzukommen. Warum muss das denn alles hier so verzweigt sein? Und warum ist hier nichts? Manu. Na gut, dann machen wir erstmal. Erstmal gucken. Was steht heute zur Auswahl? Der hat da so einen roten Punkt, also so richtig. Also. Wir müssen doch bestimmt irgendwie. Ah! Aha! Okay. Ich hab den auch so getroffen. Ich glaube, das ist sogar eine Zielscheibe, die der da hat. Wunderbar. Das ging noch mal gut. Okay, dann müssen wir den Luftballon auf jeden Fall zu diesem einen komischen Ding sie hier bringen. Ah, Tatsache, da hat einer gefehlt. Habe ich gar nicht gesehen. Ach, guck mal, da kann man runter. Wollen wir da runter? Ja, ne? Ich dachte, da käme jetzt irgendwas. Irgendwie wie auch im, über Crash Bandicoot, dass da irgendwie so kleine Maulwürfe kommen. Achso, das tut uns dann hin und her fahren. Interessant, interessant. Ah, und das. Was macht das jetzt? Scheiße. Kannst du? Dankeschön. Ich dachte, das wird jetzt irgendwas da. Ah, stimmt, da war ja eine Tür. Okay. Ich glaube, wir hätten doch erstmal. Nein, aber wir müssen zu diesem Cusco-Tür. Cusco-Tür müssen wir zurückkommen. Weil ich denke mal, das wird das Ende sein. Ich bin überfordert ein bisschen. Mit einem Kinderspiel. Okay, da hoch ging das, ne? Ja, da oben ist die Tür. Gehen wir einfach mal rein. Was war das denn? Der ist nicht gesprungen. Der ist nicht... Was? Aber bitte, bitte lass die Tür offen sein. Ich will jetzt nicht nochmal... Dankeschön. Kontrollpunkt. So. Und nu? Was steht heute zur Auswahl? Warum ist sie gefroren?